Hallo, heute möchte ich mich einem Thema widmen, was ein bisschen mit Arbeit verbunden ist, aber vielleicht habt ihr auch Spaß daran und ich möchte euch die Entscheidung, was weg kann und was nicht weg kann, ein bisschen erleichtern. Also, wie gesagt, wir stehen vor einem vollen Kleiderschrank jeden Morgen oder abends, wenn wir nochmal ausgehen wollen und denken, oh Gott, ich habe nichts anzuziehen. Also alles schmeißen aus Bett, probieren alles möglich an, denken, das passt da nicht zu, das passt da nicht zu, mein Gott, okay, jetzt ist es an der Zeit, auszumisten. Okay, es gibt schönere Dinge, als sich von irgendwann erstandenen Dingen zu trennen, weil irgendwie hängen wir ja daran und denken, naja, Trends wiederholen sich ja wie üblich, vielleicht kommt es ja nochmal in Mode, kann ich ja aufheben, war so teuer, aber eigentlich habt ihr keine Freude daran. Es gibt so eine Regel, wenn man Sachen 2 Jahre nicht anhat, es sei denn, es sind irgendwelche tollen Vintage-Designerstücke, sollte man sie entsorgen. Wir können ja mal ganz unverfänglich mit den Socken anfangen. Also jeder kennt das irgendwie, eine Socke, die zweite ist irgendwo verschwunden in der Waschmaschine oder im Nirvana und wir heben sie auf und denken, naja, irgendwann findet sich die zweite schon an. Ist Blödsinn. Weg damit. Zerschlissene Unterwäsche, also BHs, Höschen, Hemdchen. Also BHs, die nicht mehr passen, die zu eng sind. Hemdchen, die verfärbt sind oder wo die Träger so ein bisschen ausgefranst sind. Ihr habt eh keine Freude dran. Weg damit. T-Shirts, Nummer 3. T-Shirts. T-Shirts, besonders helle T-Shirts, wo sich unter den Armen so gelbliche Deo-Spuren praktisch ja so richtig in den Stoff eingefressen haben. Also das kriegt ihr selbst mit Meister Propper nicht mehr weg. Ihr zieht sie nicht an und auch ihr solltet sie auch im Bett nicht anziehen. Also weg damit. So, Nummer 4. Was war Nummer 4? Ah, Nummer 4 haben wir alle irgendwie im Schrank. Zu enge und zu knappe Teilchen. Man denkt sich, naja, mein Gott, irgendwann, wenn ich erstmal wieder eine Diät gemacht habe, passe ich da schon wieder rein. Aber letztendlich zieht ihr sie nicht an. Ihr stopft sie immer weiter nach hinten. Habt gar keinen Überblick mehr. Oder wenn ihr sie vielleicht doch mal seht, diese zu engen kleinen Teilchen, seid ihr frustriert, weil ihr nicht mehr reinpasst. Genauso verhält es sich mit der heißgeliebten Jeans von Anno dazumal. Schmeißt sie weg oder gibt sie in die Kleidersammlung, ihr seid keine süße 17 mehr. So, das ist mal bei Nummer 5. Ach ja, das ist auch ganz interessant. Die ach so geliebten Hausklamotten. Wer kennt das nicht? Also wir ziehen irgendwas nicht an und denken, ach naja, für zu Hause reicht's. Also ich denke mir, eine gemütliche Homeware-Kombi zum Chillen auf dem Sofa langt völlig. Ihr müsst ja auch zu Hause nicht aussehen, als hättet ihr die Klamotten von eurer Großmutter geerbt. Auch wenn ihr alleine lebt, man sollte sich immer irgendwie schick und hübsch und adrett anziehen. Dann fühlt ihr euch auch wohler und habt eine ganz andere Stimme, als wenn ihr in so ollen, schlampigen, ausgeleierten Klamotten rumrennt. Dann Schuhe, zum Beispiel High Heels Nummer 6. High Heels, die ihr noch nie anhattet, die noch nie gepasst haben, außer im Geschäft, als ihr sie anprobiert habt, da haben sie gepasst, ansonsten stehen sie rum. Ich würde sagen, gebt den High Heels einen neuen Besitzer oder verkauft sie auf eBay, verschenkt sie einer Freundin, wen auch immer, was auch immer, weg damit. Dann haben wir noch, was ganz wichtig ist, die berühmten Fehlkäufe, also Sachen, die wir irgendwie aus Frust gekauft haben oder Sachen in schlechter Qualität. Also so Sachen, die sich elektrisch aufladen, die an den Beinen kleben, die flusrig sind, also wo der Stoff nicht gut ist, wo ihr drin schwitzt. Also wie gesagt, es ist immer weniger mehr. Kauft euch lieber Sachen in guter Qualität, dann weniger, aber ihr habt wirklich mehr davon. So, also ihr habt genug zu tun. Ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt euren Kleiderschrank öffnet oder morgen oder übermorgen, und sich dieses Chaos darin wiederfindet und denkt, oh Gott, wo soll ich nur anfangen, was mache ich nur? Macht es. Nehmt euch das vor, macht es in den Kleidersack oder verkauft auf eBay oder verschenkt es. Und ihr könnt ja so einen Deal mit euch selber machen, dass ihr praktisch für jedes neu erstandene Teil in der Zukunft dann, für jedes neu erstandene Teil muss ein altes weg. So, und ich bin mir sicher, wenn ihr das nächste Mal vom Shoppen nach Hause kommt und ihr euren gut sortierten, aufgeräumten Kleiderschrank aufmacht, macht sich automatisch Freude in euch breit. Ihr könnt nämlich die Sachen zusammenhängen, die zusammenpassen, dann entfällt dieses ewige Suchen und Sortieren, was passt zueinander, was nicht. Also Ordnung muss sein, Ordnung sagt man ja, so schön ist das halbe Leben und die Ordnung beginnt auch im Kleiderschrank. In diesem Sinne wünsche ich euch das Beste, seid gut zu euch und viel Spaß beim Aufräumen. Tschüss und bis bald. Danke fürs Zuschauen.